So, jetzt schauen wir mal, wie genau das hier aussieht. Wann sagen sie uns denn Bescheid, dass das Kartell da ist? Bist du auch vom Kartell? Ich glaube nicht. So, no grande problema, genau. Für mich. Hoffe ich. Hoi. Da meint jemand ernst. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann schauen wir mal, was das Scharfschützengewehr für uns tun kann. Sehen wir schon irgendjemanden hier? Sollte ich nicht zoomen können? Warum funktioniert das nicht mit dem Mausrad gerade? Das finde ich sehr unschön. Moment, ich muss mal ganz kurz in die Optionen rein. Da stimmt was nicht. Steuerung ändern. Heranzoomen. Bild auf. Zack. Rad aufwärts. Herauszoomen. Rad abwärts. Könnte daran liegen, dass ich... Ja, jetzt geht's. Dass ich in den Einstellungen noch was ändern musste, beziehungsweise dass ich nochmal die Einstellung komplett neu reinsetzen musste und dabei sind meine Änderungen in der Steuerung teilweise mit weggekommen. Beziehungsweise ich habe es versucht wiederherzustellen. Wunderschön. Aber ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern, was ich abgeändert hatte. Das ist eine zittrige Angelegenheit mit der Maus hier. Zack, da war der Kopf ab. Haha. Warum liegt da einer? Okay, das ist aber nicht der, auf den ich schießen muss, ne? Ne, das ist das Flugzeug, das da markiert ist. Okay. Ach, trau dich doch raus. So, bleibt noch einer. Und wie ihr gesagt habt, no grande problema. Ja, no grande problema. Das Päckchen müsste im Flugzeug sein. Ich spreche übrigens kein Spanisch, von daher tut mir leid, wenn das jetzt nach Vergewaltigung der Sprache klang. Ach, das ist der Propeller. meine Sprachkenntnisse beschränken sich auf Englisch, ein kleines bisschen Französisch, halt Grundkenntnisse aus der Schule und Grundkenntnisse Arabisch, das ist alles. So, das Päckchen ist weg, du musst die Kolumbianer finden und es ihnen abjagen. Na danke. Wunderbar. Und warum muss ich dafür den hier nehmen? Bauunternehmen Panlantic? Es gibt einen Bauhof auf Staunton Island. Vielleicht haben sie das Päckchen dorthin gebracht. Okay. Die Nummer war jetzt also auch relativ schnell erledigt. Schauen wir doch mal, ob wir auf dem Bauhof in Staunton Island erfolgreicher sind. Zum Glück müssen wir also doch nicht mit dem Flugzeug fliegen. Das wäre jetzt, glaube ich, sehr unangenehm geworden. Ups. Und es bleibt festzuhalten, der Typ mit dem LKW oder was auch immer das war. Nee, LKW ist es nicht, mit dem Transporter, gehörte doch zum Kartell. Meine Frage war also doch berechtigt. Ach nee, komm schon. Echt jetzt? Mann, nee. Ich habe mir da mal ein bisschen Platz verschafft. Ach ja, welch ein Vergnügen. Die Brücke ist aber auch jedes Mal oben oder geht gerade hoch, wenn wir hier ankommen, ne? So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Zurück auf der Mittelinsel, zurück in Staunton Island, auf Staunton Island, was auch immer. Müssen wir jetzt in dem Ding hier eigentlich bleiben, in dem Transporter? Ich glaube nicht, oder? Selbst wenn, jetzt können wir es nicht mehr. Nein, müssen wir nicht. Gut. Dann wechsle ich mal das Auto und nehme das, was am weitesten weg ist von der Explosion. Und schau mal, ob der Sentinel auf allen Vieren bleibt. Ja, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Hab keine Lust, jedes Mal die Kurve da zu fahren. Das ist auch ein bisschen ätzend dann auf Dauer. Ach du Scheiße. Na, das kann ja nur ein monströses Feuergefecht geben hier. Schrankenphysik. Okay. Wir bleiben noch ein kleines bisschen auf Abstand. Um erstmal zu schauen, wie hier die Lage aussieht.
Okay. Hier ist jetzt erstmal direkt keiner. Das heißt, wir können uns erstmal um den da kümmern. Okay, sehen wir noch einen. Ja. Aber ich sehe ihn nicht von hier aus. Das ist ja großartig. Okay, dann machen wir das mal anders. So. Und wir sehen ihn immer noch nicht. Vielleicht war es auch ein Fleck auf meinem Bildschirm. Das kann auch sein. Nee, da steht einer. Sag mal, ich bin da nicht bescheuert. So, jetzt sehen wir ihn aber, oder? Ja, wunderbar. Da hinten ist noch einer. Oh, das war nix. Im zweiten Versuch. Halt, hier drüben. Zack, rüber ab. Kill on sight. Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt weit genug ausgenutzt, dass wir uns reinwagen können. Schauen wir mal. Ich glaube, ich wage es. So, ich wollte bloß mal kurz schauen, ob man sich seitwärts bewegen kann, wenn man in dem Zielmodus ist, aber nein. Leider nicht. Steht hier jemand? Nein. Ich höre viele Gegner. Ich hoffe nicht da oben. Quatsch nicht so viel. Kommt er raus? Nee. So, das war's auch für ihn. Das denkst du dir so, wa? Dass ich hier einfach so reinplatze bei dir und dir die Chance gebe, mich abzuschießen. Scheiße. Ja, zielen ist so eine Sache, ne? Alter. Ich hab's echt nicht so mit dem Zielen gerade. So, ist ja noch einer? Nein. Gut. Dann arbeiten wir uns mal Stück für Stück vor. So, ich würde sagen. Kann er mich. Nö, der schafft es offenbar nicht, mich zu beschießen von da aus. Dann mache ich das mal. Ich bin ja ganz gut ausgerüstet zurzeit. Von daher nutze ich meinen kleinen Vorteil doch mal. Den hätten wir. Der erste Schuss hat es getan dabei. So, wohin ist er denn jetzt verschwunden? Ich wollte ihn doch begrüßen mit einer kleinen Kugel aus meinem Scharfschützengewehr. Monsieur, wo sind Sie? Er mag nicht mehr. Oh, hallo. Sieh mal an. Er spielt Versteck mit uns. Spielt er? So, wechseln wir mal lieber wieder auf das Sturmgewehr. Nimm den Lift nach oben in den Tower. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, ich weiß nicht, ist hier noch jemand da? Nee, ne? Ich glaube, das war's jetzt. Okay, welchen Lift? Den Lift hier. Schauen wir mal, ob das Spielchen oben weitergeht. Ich vermute schon. Wir haben eine Pistole. Das wäre mir neu. Hey, let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into that gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends.
Here, take this. Pussy. Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Oops. Bring das Päckchen zu Donald Love. Okay. Kann ich mir euren Wagen ausleihen? Oh ne, warte, ich nehme den da draußen. Ach, Thomas, was? Ne, ich nehme den draußen. Die Yakuza-Wagen, die sind mir einfach nicht stabil genug. Die halten nicht genug aus. Okay, wenn ich den nicht benutzen kann, dann muss ich wohl doch den Yakuza-Wagen nehmen. Wer schießt denn hier eigentlich die ganze Zeit? So, vielleicht ohne den Kollegen umzufahren hier? Geht das? Ja, kriegen wir hin. Okay, liefern wir das Päckchen ab und dann wäre die Mission erledigt. Das war ja ein fröhliches Zusammentreffen aller Leute, die noch irgendwie hier eine Rolle spielen im Spiel momentan. Hm? Kann das sein? Oh komm, ich komme jetzt durch die blöde Schranke. Ich habe mein Auto fast allein an der Schranke in den Arsch geritten gerade. Ist ja Wahnsinn. Ja, da hat das kleine Missverständnis doch schon was bewirkt, das Mr. Love da erzeugt hat. Gut, ist dann wohl offenbar nicht unser Problem. Ich meine, das, wofür Asuka sich den Typen jetzt vornimmt, das hat er nicht gemacht, aber ich glaube nicht, dass der Kerl unschuldig ist und dass er den ganzen Tag immer auf der Blumenwiese verbringt und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Damit sind wir also wieder im Geschäft. Die Yakuza ist also doch nicht so sehr gegen uns, wie ich befürchtet hatte. Nichts dagegen? Warte, was habe ich hier noch? Ah, ich habe zwei verschiedene Sturmgewehre. Das ist ja auch weird. Aber gut. Wir sind echt gut bewaffnet zurzeit. Damit hätten wir den Job erledigt. $50.000 für uns, Wahnsinn. Okay, Asuka taucht wieder auf dem Plan auf. Wir haben also doch noch ein bisschen was hier zu erledigen in Staunton, auf Staunton Island. Wieso will ich immer innen sagen? Ich meine, wir sind auf einer Insel. Auf einer Insel, nicht in einer Insel. Und ich würde sagen, wir machen aber erstmal bei Donald Love weiter. Wenn er denn Donald hieß. Ich würde denken, der hieß Donald Love. Einfach, weil wir schon hier sind. Wäre ja doof, jetzt erst rüber zu fahren, nicht wahr? Bodyguard Action. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Okay, das Problem ist, ich habe keine MP einstecken. Das heißt, ich kann keine Drive-Bys machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwierig werden könnte dadurch. Könnte es mir aber vorstellen. Ich würde sagen, wir lassen es auf einen Versuch ankommen. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Wenn es nicht funktioniert, wäre ja nicht die erste Mission, die wir erst im zweiten Versuch schaffen. Ich hoffe bloß, wir sterben nicht dabei. So, schauen wir mal. Ich habe nicht gerade das günstigste Auto, um Feuergefechte zu überstehen, muss ich auch mal feststellen. Ah. Ich glaube, es war keine gute Idee, ohne MP das Ganze anzutreten. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Vielleicht wechsle ich auch noch irgendwann mal das Auto, wenn ein geeignetes hier mir über den Weg fährt. Muss ich mal schauen. Aber ich wüsste gar nicht, was geeignet ist. Patriot wäre nicht schlecht. Alter! Geht's noch? Ups.
Okay. Es war nett von ihm, dass er sich angekündigt hat, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sein Wagen hält mehr aus als meiner, kann das sein? So, haben wir ihn erwischt. Und sollten nochmal dafür sorgen, dass wir ihn noch ein paar Mal mehr erwischen. Scheiße. Ja, eine MP würde mir so viel weiterhelfen. So, komme ich denn in das Auto rein? Ja, sehr gut. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht festgenommen werde. Oh Gott! Ja, das war zu befürchten, glaube ich. Geh mal hier weg. Ich steig mal wieder ein. Okay, ich steig wieder aus. Viel Spaß mit dem Auto. So viel dazu. Das ist etwas eskaliert. Sehr, sehr schade, denn wir haben dadurch sämtliche Waffen verloren, die wir noch hatten. Und ich bin gerade stark am Überlegen, ob ich nochmal lade und die Mission, die wir gerade eben gemacht haben, einfach noch wiederhole, abseits der Aufnahme. Einfach nur, um die Waffen nochmal zu haben. Weil das ist doch ein erhebliches Arsenal gewesen, das wir da jetzt verschenkt hätten durch den Tod. Ja, ich glaube, das mache ich. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das die Mission von gerade eben dann nochmal nachgespielt habe. Und wir uns dann nochmal als Bodyguard versuchen. Wir sehen uns gleich wieder.